Liebe Leserinnen und Leser bei Weltbild, mein neuer Roman Gier ist endlich da. Und in diesem Video erzähle ich Ihnen ein wenig, worum es darin geht. In meinem neuen Buch Gier geht es um einige der großen Themen, die momentan uns alle bewegen. Wachsende Ungleichheit, Polarisierung der Gesellschaft. Das Buch spielt hier in Berlin. Wir stehen am Anfang einer neuen großen Wirtschaftskrise und einiger internationaler Konflikte. Und in dieser Situation gibt es hier in Berlin eine große Konferenz von Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft in Schloss Charlottenburg. Und während die drinnen beraten, was man tun kann, protestieren draußen Hunderttausende auf der Straße gegen neue Sparpakete, gegen neue Bankenrettungen etc. In dieser Situation geschieht ein Mord an einem Nobelpreisträger, der eigentlich eine Formel vorstellen wollte, die Wohlstand für alle verspricht. Es gibt einen Zeugen, den Krankenpfleger Jan, der nun seinerseits zum Gejagten durch die Mörder wird, aber auch herausfinden will, was steckt hinter dieser Formel? Ist da wirklich was dran? Das Spannende an dieser Formel ist, dass es sie wirklich gibt. Es gibt erstmals einen mathematischen Beweis, dass Kooperation Wachstum und Wohlstand besser fördert als Nicht-Kooperation, als Wettbewerb und Konkurrenz. Ich bin durch puren Zufall auf diese Formel gestoßen. Sie stammt von Londoner Mathematikern, die ihrerseits auf einen Fehler, auf einen 300 Jahre alten Fehler in unseren ökonomischen Modellen gestoßen sind, diesen behoben haben. Und in der Folge habe ich mit denen lange gesprochen und dann begriffen, worum es wirklich geht. Vereinfacht kann man sagen, dass unser Wirtschaftssystem auf einem 300 Jahre alten Rechenfehler beruht. Die grundsätzliche Idee dahinter ist eine, die wir alle kennen und intuitiv wissen, dass Zusammenarbeit mehr Wert bringt, als gegeneinander zu arbeiten. Hier haben wir jetzt den mathematischen Beweis dafür. Im Buch erkläre ich das anhand einer kleinen Bauernfabel. Diese Bauernfabel macht komplexe Mathematik für alle ganz einfach verständlich. Das Ganze hat nichts mit Kommunismus zu tun, weil im Kommunismus geht es immer um zentrale Steuerung, um Gleichmacherei, im Übrigen auch bei Faschismus, also all diese Gleichmacher-Ideologien. Hier ist es genau umgekehrt. Es kann gezeigt werden, dass es besonders sinnvoll ist, wenn verschiedene miteinander kooperieren. Kooperation lebt also von Vielfalt und Unterschieden und Vielfalt und Unterschieden profitieren von Kooperation. Berlin spielt auf jeden Fall eine Hauptrolle in dieser Geschichte. Für Berlin habe ich mich aus mehreren Gründen entschieden. Erstens mag ich die Stadt wahnsinnig gern. Zweitens ist Berlin hat immer noch so etwas Besonderes. Wie ein früherer Berliner Bürgermeister mal feststellte, Berlin ist arm, aber sexy. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. In manchen Ecken ist Berlin einfach nur noch arm. Die Spaltung in der Gesellschaft geht auch hier auseinander. Manchmal kann man sich Mieten gar nicht mehr leisten. Die Gentrifizierung ist auch stark geworden. Von daher auch war Berlin ein guter Ort, um die Handlung anzusetzen. Ich sehe mich selber nicht als Revoluzer, aber ich bin sicher sehr neugierig. Hier haben wir übrigens eine positive Konnotation von Gier. Ich bin hier aber auf etwas Revolutionäres gestoßen und damit, glaube ich, sollte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen.